There we go. There you have kitchen. Da seht ihr euch auch so ein bisschen auf dem Glas von aus einem Bett von Hafer. Und wieder, wenn irgendwie mal technischer Bullshit passiert, ne? Just let me know. I'm used to this. So, I need Topf. Was machen wir auf jeden Fall heute? Wir machen einmal Potato Hash. Ich habe gelernt, es heißt nicht Hash Browns, weil Hash Browns ist basically, wie heißen die Dinger noch? Kartoffelpuffer? Ah, okay. Das ist basically die englische Version von Kartoffelpuffer. Do I need Big Pot? I think I need Big Pot. I mean, I can use Big Pot. LOL. Fucking. Sie hat sich einfach im Busch versteckt. Ah ja, die war echt getarnt. Wäre ich nicht gegen sie gehen gelaufen, hätte ich sie nicht gesehen. Alter, also, das ja, Outfit ist einfach Busch. Und zum anderen mache ich halt noch Bolognese für Prep für Laufe der Woche. Weil ich hab morgen wieder Schicht und möchte aber nicht die ganze Woche immer nur vom Brot leben. Fair. Getting sick of that bullshit, you know? So I need some prep. Junge. Ja. I need to sew with the potato. Dich und deine Bush-Strat. Ich glaube, die will aber auch sterben. Och du, das kann ich verstehen. Du musst der andere geben. Ach, da hinten! Warte. Guten Appetit, oh. Von wem war das jetzt? War das schon wieder von Falco? Der Doc Saloon ist aber auch eine scheiß Map für die, besonders weil du so schnell bist. Falco, what's that, you? Warte mal. Aus irgendeinem Grund wird mir das im Feed nicht angezeigt auf dem Handy. Ja, natürlich war es Falco. Who else should it be? The Maniac. Okay. Sag mal. Die ist da eine bei Southgarden, die versteckt sich die ganze Zeit nur im Busch. Buschmensch. Alter, was bist du denn für eine Toxic Potato? Na egal, lass ich drin. Wird mich schon nicht umbringen. So, ihr Potato Hash ist im Grunde, wie beschreibe ich es am besten? Eine kleine Version von Bratkartoffeln mit Spiegelei. Umgangssprachlich nennt man es auch Bauernfrühstück. Nee, das ist ja wieder was anderes. Bauernfrühstück ist ja mit Rührei. Im Grunde, oder mit einer Eimasse. Ja, aber das ist doch mit Ei. Du nimmst ja eigentlich nur die Bratkartoffeln, machst dann eine Mischung aus Ei drüber und dann vermischst du das. Ja, nur ich mach das ja mit Spiegelei. Ja, gut. There's the difference. Die Runde war so einfach, holy shit. Berühmte letzte Worte, das wird mich schon nicht umbringen. Wenn mich Kunden nicht umbringen, dann... So werden es meine Kochkünste auch nicht. Warnung vor starkem Gewitter. Die Sonne scheint, Himmel ist klar. Warnung vor starkem Gewitter, mein Arsch. So. Ich glaube, 3 sollten reichen. Alter, guck mal, ich habe 1000 Aurikak. Aurikalkos? Aurikak, ja, das sind 2 Euro. Aurikalkos? Ich könnte den Pass jetzt fertig kaufen. Ja, aber warum solltest du? Du hast noch 9 Tage Zeit. Ja, er hat 9 Tage Stress. Stress? Stress. Baby, ich stress mich nicht. Und so viel du aktuell spielst, das wäre das kein Stress. Snipe. So viel spiel ich nur auch wieder nicht. Ich bin nicht süchtig. Nein, wie kommst du drauf?
So, by the way, ich habe so einen riesen Pot für 3 Kartoffeln aufgesetzt. Yes. Don't judge me. This is what we do. Don't add me. Don't add me, yes. Ich bring einmal kurz mein Glas weg, ich bin gleich wieder da. This is how we work. Ich glaube, von mir kannst du nicht so viel dazu lernen. Ich bin selber noch, Koch-Neuling, sag ich mal. Aber basically, was ich jetzt mache, die koche ich vor, weil Kartoffeln in der Pfanne, gerade festkochende, in der Pfanne roh zu kriegen, ist ein absoluter Pain in the ass. Deswegen bereite ich jetzt schon mal Zeug für meine Bolognese vor. Weil die Kartoffeln, ohne die, kommen wir sowieso nicht weiter. Und die brauchen ein paar Minütchen, bis sie gar sind. Wir tricksen quasi unser Hirn aus, indem wir sagen, wir machen Kartoffel erst weich und dann machen wir sie wieder fest. Beziehungsweise knusprig. Potato Hash ist quasi wie, nicht wie Bauernfrühstück, wie Vivi meinte, sondern mehr so eine Art, I guess I better show you. Ja, ich arbeite 2 Gerichte. Die Bolognese mache ich jetzt quasi nebenbei. Die ist dann schon mal für morgen. Da muss ich mir morgen Abend nach Arbeit nur noch einmal Nudeln aufsetzen und dann easy. So. Meine ganzen Schüsseln sind weg. Keine Schüsseln mehr. Ich wollte euch ja sowieso mal zeigen, wie ich meine Bolognese mache, so. Wenn wir schon mal da. Alter! Das Zwiebelnetz wehrt sich. There we go. One good red onion. Nee, das Kochstreams habe ich jetzt schon 2 oder 3 Mal gemacht, glaube ich. Hol dir auch einfach neue Schüsseln, Alter. Das ist so das Äquivalent zu einem reichen Typen. Weißt du, mein Auto hat kein Benzin mehr. Ich kaufe mir einfach ein neues Auto. Das ist Six Pound Onion. Nee, die habe ich heute nicht. Ich war nicht bei Lidl. Lidl hat tatsächlich schönere Zwiebeln bei uns. Ich sollte viel häufiger Tekken-Musik anmachen. Ich habe den einen Tag hier den Tekken 6 Soundtrack, nur ein Song die ganze Zeit gehört beim Kochen. Ich bin so durchgedreht. Deswegen, und ich komme heute von der Arbeit. Ich wollte heute aber eigentlich auch mal wieder was machen. Von daher habe ich gedacht so, ach ja, why not? Kann man das auch streamen? Why not? Ist lange her. It's been a while. Außerdem geht's vom Klima heute her tatsächlich. Obwohl wir 25 Grad haben, ist es hier tatsächlich erträglich. Was erstaunlich ist. Ich sag ja, seitdem ich die Klimaanlage habe, ist alles hier ein bisschen. Ja. Yeah. Wenn du am Verhungern bist, dann solltest du dir vielleicht was zu essen machen. Soll helfen, habe ich gehört. Es ist 6 Pound Oil. Looking for the Schmand. I have to find it. It had to be done. Hey man. Was? What? Hey, what have you done?
What have you done to my existence? Do I have to be worried? Babe, ich bin jedes Mal erstaunt von deinem Speed. Like seriously surprised by your speed. Holy shit. Hold on. I need to save this. Put this right. Put this right here. Ach, das ist er. Was bist du? Cock. Warte mal. I can change cock. Ich bin regelrecht erstaunt von ihrem Speed. Hey man! Oh, I love this. By the way, ich habe damals nie Masters of Universe gesehen. Da liegt was auf dem Boden. Oh yeah. Da liegt sogar ein bisschen mehr auf dem Boden. Macht nichts, ich habe einen Staubsauger für später für sowas. Feierabend kickt, ey, ich sage euch. Ihr glaubt gar nicht, wie sehr der Feierabend kickt. Ja, der Feierabend kickt zu sehr, Alter, ich bin so durch. Alter. Kannst du komplett vergessen, Leute. Selbst mir zu groß. Advanced Zwiebeln schneiden, Alter, ich hasse Zwiebeln schneiden. Generell Prep Work, also halt so solche Vorbereitungen hier, ganzen Schnibbelkram, that's the worst. Direkt neben ja, hier Spülen. Spülen ist the worst. Hey, Hate. Gerade Zwiebeln hacken, das ist so klein und... I hate it, I fucking hate it. Nee, stopp bitte! Baby, hey, danke für den Sub, mein Dude. Thank you very much. Yeah, that's enough. That's small enough. That is small. I can deal with small. That's a big chunker. Nicer Dicer, eigentlich sollte ich das holen, ja. Nicer genau. Dicer Slicer. Slap my nuts. Ich vergesse nicht, was ein Ding war. Slap Chop. Hi, Billy Maze. Ich bin heute aber auch regelrecht zu inkompetent, eine Zwiebel zu schneiden. Das ist unglaublich. Die erste hat noch gut funktioniert, jetzt mittlerweile I fucking disintegrate.
Da noch der halbe Kern dran. Tschüss, Kern. Fuck off, Kern. Zwiebeln haben keine Kerne, was laber ich da für einen Scheiß? Das war deine Kernaussage. Boah, Alter, wie viel? Es ist egal, wie neu du bist. Manuel ist immer neuer. Und es ist egal, wie dicht du bist. Goethe war dichter. Es ist egal, wie Fisch du bist. Helene ist immer Fischer. Alle waren immer recht normal, bis auf Thomas, der war anders. Alter. Nee, gib nicht Thomas anders. Du bist mir zu anders. Fick dich, Zwiebeln, ey, ohne Scheiß. Für sowas hab ich echt keine Geduld. Zum Zwiebeln schneiden, da fehlt mir sämtliche Geduld heute für. You know what I'm doing, the thing a normal human being would do. Zwiebeln haben Schichten. Oga haben Schichten. You can fuck off. Dealing with you later. Ja, tschüss. Hey, Potato, what are you doing? Okay. Hab ich noch. Scheiße, hab ich überhaupt drunter Brühe? Oh, it's a snail on a frog on a turtle. Ja, so sehr es mir widerspricht, ich muss Instant Brühe benutzen. Ich habe keine Rinderbrühe mehr im Haus. I need you for later. And I need you now. Aber Tomaten habe ich noch passierte zu Hause. Yes. Und Motatenpark. Bist du ein Teaspoon? Du bist ein Teaspoon. Ah, nochmal Glück gehabt, dass du ein Teaspoon bist. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss mir mal so ein Slap-Ding irgendwie. So ein Slap-Chop oder so ein Scheiß. I don't know. Einfach damit ich Zwiebeln Nein sagen kann. Auf ewig. Ich habe auch leider kein frisches Hack, weil das nicht geplant war heute. Ich habe das gute Hack von Lidl. Da. Bauarbeiten draußen, ey. Deal ich halt mit der Hitze. Ich bin ein Mann, ich kann sowas. Potatoes are boiling, that is good. So, Knoblauch. Habe ich noch Knobi über? Von dieser Mörderzehe? Ah, yes. Ich sage, ich kaufe in Zukunft nur noch Knoblauch von Rewe. Da sind teilweise solche riesen Oschis bei, da brauchst du zwei Stück und das reicht für dein gesamtes Gericht. Genug, um jeden Vampir weg komplett tot zu countern. Ja, ich bin auf irgendwas draufgetreten. Hey, Dennis. Ich hab ein dummes Meme gemacht. Alter, Memes sind niemals dumm. Potato Hash und Bolognese. Jetzt gerade muss ich noch Kartoffeln kochen, von daher bereite ich die Bolognese vor. Da die sowieso ein gutes Stündchen köcheln muss,
beziehungsweise ich das gerne so mache. Was beim Kochen so, wo du Hunger hast, Alter. Leute, macht euch was zu essen. Wir sind ja nicht beim Telecooking. Ich kann euch das, was ich hier mache, nicht magisch zuschicken. This is not how this works. Due to need you on power. It's all around the world, just not around. And everybody's singing. Hey, Potato. Let me knife you a question. How done are you? Little bit. Ich müsste kurz bei DVD rein und meinen Boni abholen. Ah ja, naja. Ich müsste eigentlich auch mal eine Runde spielen, aber das will ich erst machen, wenn mehrere damit dabei sind, weil ich habe so Angst, dass wenn ich allein in eine Queue gehe und dann sich mein PC denkt, na, für Online-Server bin ich leider zu schlecht. Puh, denn, die Frage ist, hast du das Tutorial gespielt? Oder die Bot-Runden? Die habe ich komplett durch, yes. Und dein PC ist nicht in Flammen aufgegangen? Die Ladezeiten waren ein bisschen länger, aber ansonsten war es okay. Dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Online-Play ist da jetzt nicht so viel anders. Naja, ich meine nur, weil da die Verbindung auch anders ist und so, oder? Ja, I mean, aber es geht ja um deine Rechnerleistung. Darum geht's ja viel eher. Ich habe, by the way, meinen Kühlschrank aufgelassen, ich Vollidiot. Ich spiele auf echt niedrigster Grafik, ne? Meine Resolution ist runter auf 65% oder so. Aber so, it looks like ass. It looks like ass, yes. Aber es funktioniert. Bei dir wird selbst der Hillbilly wieder und Kim Jong-un werden hier wieder sichtbar. That is hot. Nee, es sieht wirklich aus burnt. Wie sonst was. Und es ist mega blurry. Aber es funktioniert. Und man muss sagen, dafür, dass mein PC jetzt schon an die 11 Jahre alt ist und er eigentlich nur in der Lage ist, 6 GB RAM zu spielen und nicht 8, ist das schon amazing. Da wisst ihr, ich glaube, ich brauche keinen. Ach doch, ich brauche gleich meinen Abfluss noch für das Kochwasser. Wo ist mein? Ach ja. Ich habe vergessen, den trocken zu machen. Warte, du brauchst. Ja, ich muss es loswerden. Nee, ich habe gerade nur laut gedacht. Ich wollte einfach einen Stöpsel in mein Waschbecken, damit ich alles, was ich an schmutzig Geschirr habe, einfach nur. You know? Aber da ich ja irgendwo das Wasser noch loswerden muss. So, für meine Bolognese. Ich empfehle rote Zwiebeln, aber ihr könnt auch eine Gemüsezwiebel nehmen, eine große. Je nachdem, wie ihr Zwiebeln mögt, würde ich immer empfehlen. Rote Zwiebeln finde ich immer ganz okay, deswegen nehme ich da immer gerne eine rote, eine gute. Und 2 bis 3 Knollen Knobi. Cause I love me some Knobi. Und etwas, was ihr heute generell hören werdet, ich benutze Ankerkraut, Gewürze. Hat mir Andy empfohlen, tatsächlich. Und die Dinger sind der absolute Burner. Ankerkraut ist mega. Ja, kostet zwar auch einen Tacken mehr. Also muss ich sagen, so, das Läschen kostet so an die 5 Euro. Yes. Aber ihr braucht auch tatsächlich weniger. This is not sponsored, by the way. Das hier ist nicht gesponsert. Ich sag das aus freien Stücken. Weil, Andy hat mich damit komplett überzeugt. Die Qualität von den Gewürzen ist fucking Bombe. Mama schwärmt auch immer von den Gewürzen, aber wir haben leider in der Nähe keine Läden, die das verkaufen. Ich bin so ein Idiot, ich habe gar kein... Ich habe Öl vergessen. Ich wundere mich die ganze Zeit, warum das alles so am Boden anbrennt, Alter. Öl. Fuck. I'm fixing this. Ich habe das Öl vergessen. Weißt du, ich möchte nicht, dass nochmal jemand sagt, ihr könnt hier was von mir lernen.
Ich bin hier nicht der Discovery Channel. This is not how we do that. Hey, Potatoes. What's your opinion on life? Death and sweet suffering. Ah, okay. Dachte ich mir. Die sind nicht so gut wie fertig. Aber ich mache jetzt trotzdem noch meine Prep-Arbeit soweit fertig. An der Bolognese, weil viel muss man da tatsächlich nicht für machen. Dann, wenn die Zwiebeln so ein bisschen angebraten sind, könnt ihr schon das Fleisch dazu machen. Normalerweise empfehle ich auch kein gemischtes Hack, sondern Rinderhack. Aber je nachdem, was bei euch besser ist. Ich meine, ich persönlich würde einen linken Hoden dafür hergeben, dass wir hier einen vernünftigen Fleischer hätten. Aber alles, was ich hier habe, ist ein Edeka mit einer Fleischtheke. Und, speaking about Edeka, ne? I fucking hate this place. With a passion. Aber meine Optionen sind schlicht und ergreifend Edeka, den ich einfach nur hasse wegen anderen Dingen. Oder ein Aldi, der absolut scheiße ist. Und ein Lidl, der so klein ist, dass ich zweimal hinfalle und alles gesehen habe. Unser Lidl hat halt echt nicht viel Auswahl. Er hat zwar ein paar schöne Sachen, ein paar gute Sachen auch. Aber, yeah. It's not that nice. Gleiche Inkompetenz. I swear to God, ich hab Feierabend, yo. So, Alter, ich stech euch ab. Gonna Myers your ass. Stechidi, Stechidi. Was mit dir? Hä? Willst du auch was? Dachte ich mir. Just a little bit more. Oh no. Hold on. Chat, komm mal her. Ich kann echt den. Kann echt keine Dings. Bitte nichts anbrennen lassen. Von wem war das? Hold on. Ja, mir werden komischerweise Donations nicht angezeigt. Hold on. Wenn was anbrennt, ist es die Schuld des der Person, wo donated hat. Dennoch vielen Dank, mein Dude. Kai Rito, danke für die 10 Euro Spende auf jeden Fall. Ich kann immer noch nicht sagen, warum mein Text-to-Speech immer noch so massively horny ist. Ich wünschte, ich hätte eine Antwort zu. But that shit is massively horny. Aber ja, back to the basics. Ankerkraut ist super. Und das, I'm not even sponsored, and I'm saying that. Die haben eine echt geniale Version für Bolognese. Also eine Kräutermischung. Ja, yeah, I love this. Das geilste, sowieso, ist eine der wenigen, wo ich immer noch geräucherte Paprika finde. Falls ihr in eurem Leben noch nie geräucherte Paprika benutzt habt, ne? Oh. Holy shit. I love this. Ich liebe geräucherte Paprika. Das ist das beste Gewürz überhaupt. Und alle anderen bei uns in der Nähe haben so ihr komplettes Sortiment ausgemistet, was hier Gewürze angeht. Räucherpaprika best. Alter, natürlich. Also. Just smell that shit. Alter, ich könnte mich hier den ganzen Tag nur hinstellen
und geräucherte Paprika sniffen. Maybe you could, aber... Yeah, I could, but... That's not nutrient at all. Ich sag mal so, was ich hier mit meinen Kochstreams halt einfach nur zeigen will, ist... es gibt auch simple und schnelle Gerichte. Es muss nicht immer alles high-grade und ultra-kompliziert sein. Zum Beispiel das, was ich jetzt mache, ich mache jetzt hier zwei Sachen gleichzeitig. Die Kartoffeln kann ich, glaube ich, jetzt auch schon mal von der Hitze nehmen. Halt mal in die Kamera, ich will auch riechen. Okay, hold on. Hier. Sniff that shit. Sniff it. Fliege, verpiss dich. Sniff it. Und jetzt alle. Geil, wa? Fliege will auch sniffen, Alter. So. Wenn das Fleisch schon mal gut was an Durchheit bekommen hat, presst ihr da einfach euren vorgeliebten Satz an Paprika rein. Bei mir ist es halt 2 bis 3 Cloves. Knoblauch ist gesund, Kinder. Davon seid ihr immun gegen Vampire. Ihr könnt auch, by the way, wenn ihr in eine Knoblauchzehe beißt jeden Abend, könnt ihr auch legitim nicht sterben. Jedes Mal, wenn der Tod an euer Bett kommt und sagt so, es ist Zeit zu gehen, dann sagt ihr einfach, wer ist da? Und dann denkt sich der Tod so, oh. Ist das eine Otto-Referenz? Yes. I mean, ich glaube, Knoblauch war ja gut fürs Herz, glaube ich. Ja. Yeah. Unter anderem. So, by the way, was ich schon mal machen werde. Ich mag das immer gerne, wenn im Fleisch immer schon so ein bisschen... Ne, wir kommen wieder zurück zum Thema geräucherte Paprika, ihr seht schon. Ich mag es, wenn das Fleisch auch immer so ein bisschen Taste mit sich bringt. Ich glaube, ich kipp ein bisschen Saft in meine Cola. What? Ja, Saft. Saft? Saft. So, und was ihr dann machen könnt, was ich immer sehr empfehlen würde, ich würde immer 1 oder 2 Esslöffel Tomatenmark mit reinmachen, jetzt schon. So dass ihr dann quasi so eine Paste aus Fleisch und eurem Gemüse und allem kriegt. Würde ich denn so einen schönen, guten, maybe a little bit more. Guten. I need that one. Saft. Andere nennen sowas auch Kochsirup. Kochwasser. Dinge, die man live nicht sagen darf. Kochwasser. Es wird noch krasser mit dem Kochwasser. Wo ist Serge eigentlich hin? What the dog doing? Ich hab keine Ahnung. What the dog doing? Ich glaube, er ist bei Lini. Nehme ich mal an. I mean, I guess, yes. Weil er war ja eben noch an DVD spielen, deswegen. Das Stream ist auch noch an, aber es ist ein Menü. Ah, man hört also die ganze Zeit Rave-Geräusche. Nee, man hört gar nichts. Wenn er aus dem Spiel rausgetappt ist, dann hört man keinen Ton. Ah ja, stimmt. So, yeah, by the way, this is what you're looking for. Ich suche sogar noch ein bisschen mehr Tomate, so... Ich werde da noch ein bisschen mal mehr... bisschen mehr Tomato-Matsche reinmachen. What a doctor. So.
So, und als nächstes würden wir das hier quasi mit unseren Flüssigkomponenten ablöschen. Sprich, einer Dose passierten Tomaten, was so in der Regel mal 500 Gramm sind. Oder 500 Milliliter, je nachdem. Mhm. Und was ich gern dazu mache, ist 400 Gramm oder 400 Milliliter Rinderbrühe. Das gibt der ganzen Soße nochmal einen schönen, eine schöne, beefige Note. So, aber jetzt muss ich erstmal Kartoffeln rausholen. Wo sind meine Topflappen? Also meine Topflappen. Das sind meine Lappen des Topfes. Can't see shit. So. Hey, yo. I need to find the schmand. So I make a little baked potato. You have to find the schmand. Yeah, that's a problem now. I don't have any space here whatsoever. Ace of space. A waste of space. A waste of space. Okay. Machen wir mal so. Pack ich euch mal. Fuck. Small kitchen. Small. Get it, yeah. Yo, who's raiding? What a dog doing? Wieso werden mir Raids auch nicht angezeigt, man? Ach doch, da, hier! Mr. T, vielen Dank für den Raid, mein Dude! Und willkommen zu, wir kochen Zeug. Oder auch, wie manche sagen würden, Shadow versucht die Küche nicht in Brand zu stecken. Heute, Potato Hash. Potato sind bereits in Mache. Und ich finde einfach mal eine Zwiebel. In Omega-Level. Das ist ja noch eine ganze Zwiebel. Alter. So, yeah. Ich lasse die Kartoffeln jetzt gerade einmal abkühlen. Für unser Potato-Hash. Fuck, Potato. The fuck's your problem, man? Wenn wir eben essen. Ja, das mache ich schon. Essen ist eine Arbeit. Aber in dem Sinne, moin an alle, die jetzt dazugekommen sind. Ich mache ein bisschen Koch-Prep jetzt für meine Arbeitswoche mit Bolognese. Reicht in der Regel für 2 bis 3 Tage, je nachdem, wie hungrig der Schoschmann ist. So, jetzt nehmen wir das Ganze nämlich auch schon mal langsam von der Hitze. So, ich würde es ein bisschen runterdrehen. Rest der Brühe. There we go. You can go die. Und dann sind wir schon fast mit der Bolognese Prep fertig. Was wir jetzt noch brauchen, ist natürlich Würzen nach Geschmack. Demnach entweder Salz, Pfeffer, Paprika. Solltet ihr jetzt nicht, wie ich hier, Ankerkraut benutzen für Bolognese. Weil ich, wie gesagt, ich finde die Mischung ist super. Und man kann ja auch nachlesen, was da alles drin ist. So in dem Sinne, ne? Aber für diejenigen, die Boards to the Walls das komplett selber machen wollen. Ich würde empfehlen, Salz und Pfeffer nach Geschmack. Kreuzkümmel. Weil Kreuzkümmel macht das Ganze so viel geiler. Oregano, Basilikum würde ich empfehlen. Und was hatte ich noch? Hatte doch noch was immer drinne in meiner OG-Mischung. Ja, einen kleinen Ticken Rosmarin, vielleicht noch ein bisschen Paprika dazu. Das sind so die Mischungen, die ich fahren würde, wenn ich jetzt nicht das Ganze mit einer an sich Gewürzmischung machen würde. But we don't do that here.
du ihn nämlich ein Teaspoon. Just a spoonful of sugar makes a medicine good. By the way, ich mach das auch hier. Ich habe mir mal so ein für 5 Euro so ein Set geholt hier. Weil viele Rezepte, die ich mir tatsächlich raussuche, arbeiten hier halt in Cup oder halt in Quarter Cup und Dreiviertel Cup und Europa Cup und Cup Westwind. Cup Westwind und Kappen Kappen. Cup und Kappa. Hm. Kosher Salt. No. Black Pepper. Lieber zu Anfang immer nicht so balls deep mit Pfeffer und Salz, weil ne, es ist immer schwerer wieder zurückzukommen, als nach vorne zu gehen. That didn't make any fucking sense whatsoever. Was ich aber trotzdem gerne mache, ich, weil ich liebe Kreuzkümmel, einfach trotzdem, sag ich mal, so einen halben Teelöffel Kreuzkümmel noch mit dazu. Verrühren lassen, kurz sitzen lassen vor allem. Und dann auf jeden Fall abschmecken. Und wenn ihr meint, die Soße ist nach eurem Geschmack, dann ist doch geil, wenn es flüssig ist, zieht es überall hin. Ja, nee, so, so weit sind wir jetzt auch noch nicht. Eben, es wird noch fester vor allem. Dass es jetzt noch sehr flüssig ist, ist normal. Aber ich zeige euch nachher, wie ihr das Ganze ein bisschen noch festern könnt. Weil ich mag meine Soße auch nicht so, wenn sie so flüssig ist. Aber da gibt es Tricks, dass man das ändert. But I'll show you. Oh doch, das ist schon ziemlich gut. Oh doch. Genau, Speisestärke. Kannst auch normales Mehl nehmen tatsächlich. Funktioniert auch sehr gut. Speisestärke, normales Weizenmehl. So, na, Soßenbinder musst du nicht unbedingt, weil Soßenbinder ist immer noch anderes Zeug mit drin, wo du nicht weißt, wo es herkommt. Und gerade ich bin, also ich fange jetzt mittlerweile an, so immer mehr selber zu machen, so nach und nach. Deswegen, ich würde empfehlen, wirklich Speisestärke oder Mehl. Oder Kartoffelmehl geht auch. Speisestärke, ja eben, man kann da einiges nehmen. Aber dazu später. Oh doch, da ist noch ein... Ich weiß nicht, ob da Salz fehlt oder nicht. Not sure if it's salt what I'm missing. Or some sugar. Weil ich mache auch ziemlich gerne so eine Prise Zucker noch mit rein. So, I'm gonna do that. Just a little prise of sugar. A spoonful of sugar makes the medicine go down. Ich mache das jetzt auch mal wie ein schlauer Mensch und nehme tatsächlich einen Besen. Also ich sag mal so, von mir lernt ihr jetzt nicht Koch-Essentials, aber ihr lernt von mir so ein bisschen mehr, wie ihr vielleicht nicht jede Woche auf Tiefkühlpizza zurückgreifen müsst. Was ironisch ist, sich sowas von einem Klops wie mir anhören zu müssen, I know. Alles klar, mein Dude, kein Problem. So, die Herdplatte da oben brauche ich gleich wieder. Potato, what is your opinion on this? You're hot, dachte ich mir. Null. Herr Kartoffel, was ist Ihre Meinung zum aktuellen Corona-Klima? Ich bin eine Kartoffel. So. Ja.
Let me have a second taste. Da darf durchaus tatsächlich noch ein bisschen Kreuzkümmel ran. An sich nämlich schon sehr gut. Und ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Salz. Oh, noch ein bisschen Pfeffer. Noch ein bisschen Pfeffer noch. Just a little bit. That should do it. So, dann würde ich es einmal kurz aufkochen lassen, so wie jetzt gerade. Und dann, was ich gern mache, damit das Ganze richtig schön zusammenzieht und in sich einzieht, ich lasse meine Bolognese immer gerne auf niedrigster Stufe oder fast auf fast niedrigster. Bei mir ist es 2. Ich habe einen Herd, der geht von 0 bis 6. 1 bis 3 existiert basically gar nicht und 6 ist Höllenfeuer, so. Yeah. Wo ist mein Deckel? Deckel, Deckel. Da bist du. Der Deckel sieht aber gerade nicht schön aus hier. Ja, nochmal kurz drüber. Oh, there we go. Put a lid on it. Und vergessen ihn für die gute nächste Stunde. Jetzt haben wir 19:29. Oh, Gulasch ist auch nicht schlecht. Ja, so eine. Das ist das Lustige an Bolognese. Die kannst du jetzt eine Stunde da stehen lassen. Und es wird nichts passieren. Also ich würde es halt auf wirklich geringer Hitze machen, also auf very low. Aber das variiert halt von Küche zu Küche. Was passiert nichts? Der Bolognese kann da nichts passieren im Grunde. She's safe. It's safe. Oh doch. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Kartoffel tatsächlich gut geschnitten bekommen habe. Tatsächlich gut gekocht bekommen habe. Normally, I hate potatoes. So, da machen wir jetzt relativ gut große Würfel draus. Ich schneide die erstmal halt in einen Eimer, Becher, whatever. Es ist fast, als würden wir Kartoffelsalat machen, aber ohne den Salat. Aber ja, und schon habt ihr im Grunde fast eine Bolognese fertig. Die lasst ihr jetzt halt ein bisschen kochen, weil, wie gesagt, damit das alles schön einzieht. Believe me, it's worth. Und dann macht ihr da Nudeln zu. Oder von mir aus auch Reis. Alter, es gibt Leute, die machen das. Und dann habt ihr easy Bolognese gemacht. Ohne irgendwelche Tüten, ohne irgendwelche Zusätze. Nur du und deine Bolognese. Alter, so nenne ich mein erstes Kochbuch. Die Bolognese und ich. Me and the Bolognese. Ich muss auch mal ganz ehrlich sein. Von allen, also von der gesamten... Wie heißt das nochmal? Nebengericht-Pyramide? Or what's it called? Beilagen-Pyramide? Ich hab keine Ahnung, was du meinst. Reisnudeln, Kartoffeln. Kohlenhydrate? Nein, die haben doch... Es ist doch so eine Pyramide. Gibt's doch da. Ach so, ja, diese Essenspyramide da einfach für die...
Was war das? Die Nährstoffpyramide? Nein. Nee, das war was anderes. Ich komme gerade nicht drauf. I don't know. Ist ein bisschen wenig Potato. Aber gut, ich. Das soll ja sowieso nur für mich heute reichen, so. Ernährungspyramide? Ne, ich glaube, so hieß das wirklich nicht. Ja, doch, wobei, könnte sein. Doch, Ernährungspyramide? Das ist eine Pyramide. Es gab doch eine. Ah, heiß! Es gab doch eine Pyramide, wo nur Nudeln, Reis und Kartoffeln drauf waren. Dich brauche ich noch. So. What I'm gonna do now? Get a pan. Make it a big one. Und ich werde ein bisschen. Ist auch egal. Von den drei auf jeden Fall mag ich Kartoffeln am wenigsten. I will now preheat oder cook some bacon. Was? Ihr könnt nichts sehen. Was? Könnt ihr noch was sehen? Bin ich noch da? Hallo? Ja, ich höre dich. What is going on here? Nothing, okay. Alter, ich sollte häufiger Tech-Musik beim Kochen anmachen. By the way, das mit dem Potato Hash, das ist jetzt für mich selber noch ein Probeding. Habe ich selber nämlich noch nicht gemacht. So we're gonna see how this will go. Hey Bacon, this is Pan. There's a lot of bacon, das sagt, das wäre weniger. I don't mind, I like bacon. Metal ist auch gute Kochmusik. Yes, aber ich habe halt. Ich habe halt das Problem. Hier auf Twitch atmet mir DMCA immer noch so in den Nacken so. Don't you use any copyrighted music. I will fucking destroy you. My name is Mr. Wilson and I'm here to say. Stay hydrated, kids. Ach so, ja, die Kartoffeln basically in kleine Würfel. Like that. If I fuck this up, so yeah, I don't know. Ich höre nur Doom-Musik, wenn ich koche. Ich habe letztens Tekken 6 Musik, also richtig Battle-Musik gehört, während ich aufgeräumt habe. That shit's hype as fuck, yo. Übrigens, ich lasse jetzt hier den Bacon quasi so in der Pfanne, ohne dass ich da noch irgendwie was dazu gemacht habe. Das Gute ist, ich habe in dem Topf nur gerade Kartoffeln gekocht, so Cleaning ist tatsächlich mal fix. Wenn ich eins hasse, Geschirr spülen. So I do the thing a normal human being would do. Throw everything in the garbage. Ist abgekühlt, ja. Komm mal raus hier. Ich krieg grad leicht Angst, dass die Soße unten anbringt. Don't worry. It doesn't.
Das ist eine sehr gute Pfanne tatsächlich. Da brennt nichts dran an. Da könnte ich Zucker drin eingießen und es würde nicht anbrennen. Aber ich glaube, ich gehe mit der... Es brodelt mir ein bisschen zu stark. Es blubbert mir ein bisschen zu sehr. Ich gehe mal ganz runter auf Stufe 1. This is almost done. So kommen jetzt mal die Kartoffeln dazu. Nicht die Form, die brauche ich noch. And again, I did more than I needed to. Wisst ihr, wie schlimm das ist? Ich musste ziemlich lange, habe ich immer für zwei Personen gekocht. Suddenly I don't have to do this anymore. Und auf einmal kann ich mich nicht umgewöhnen, für mich selber zu kochen. Und so, es sind nicht alle Gerichte mikrowellenfähig. Wenn euch das einer sagt, ne? Curbstomp him. It's bullshit. So, das lassen wir jetzt da schön. Möglichst, dass alles gleichmäßig Hitze bekommt. Yeah, this is more than I expected. Hey, Ryderer, hey! What up, man? Lang nicht gesehen. Pizza in die Mikrowelle. Alter, Jesus. Also wie ich das verstanden habe, wir lassen das Ganze jetzt so in der Pfanne, so dass es halt schön braun wird, dass es schön bräunlich gebraten wird. Long is her, mein Junge, das kannst du laut sagen. Ja, du kannst alles in die Mikrowelle hauen, aber du kannst es kannst auch so in die Tonne schmeißen. Du kannst es auch lassen. Ja, um Ahead in Time zitieren zu dürfen. Ah, ein Gerät, um böses Essen zu bestrafen. Ein Gerät, um böses Essen zu bestrafen? Ja. Yes, hello there. Hallo. Was plötzlich fort? Ja, ich war kurz AFK, war bei Lini, war duschen. Ha, doch nicht. Boah, so viel auf einmal. Ja, und hab gerade noch ein Brot gegessen. Sachen aus der Mikrowelle schmecken eh nicht. Ja. Komischerweise, die Mikrowelle schafft es wirklich, den Geschmack zu neutralisieren von allem Essen, was du reinsteckst. By the way, I have great friends. They gave me a Deckel for everything. Das ist der ultimative Gulli-Deckel and I love it. Der passt überall rauf. Ich bin auch ein ultimativer Gulli-Deckel. Alter. Vielleicht sollte ich nicht auf Maximum Power hier. Maximum Sunpower! Ah doch, the Old Browns, nicely. Hallo, mein Name ist Kulu Mati Marigold. Verschwunden. Ey! Kulu Mati Marigold. Hallo, mein Name ist Kulu Mati. Nothing ever bad happens to the Kennedys! Hallo! Nothing bad ever happens to the Marigolds. Ich wollte gerade sagen, Glück heißt er mit Nachnamen nicht Kennedy, Erde. Nothing bad ever happens. Anti-Fettspritzdeckel, though. Nee. So viel Schiss habe ich vor sowas nur auch nicht. Ah! Alter, look at this. Look at this. Das ist eine Haarpanzerschicht. Ich muss mich mal wieder rasieren, though. My plan now. Gonna use, wieder, wir sind wieder bei Ankerkraut.
Die haben auch was für Bratkartoffeln und das wollte ich sowieso mal ausprobieren. Nothing bad ever happens to me. Dies. No. So, ja, es ist basically Bratkartoffeln. Aber da kommt gleich noch Maxi Spiegelei zu. This is way too much. I made way too much. Alter, zwei Kartoffeln reichen voll und ganz. Ich hab die voll unterschätzt. Good thing I'm hungry. Gut, dass ich den ganzen Tag noch nichts gegessen habe, außer Frühstück. Ich lasse jetzt mal den Gulli-Deckel drauf. In einem der Phoenix Wright Games sagt Phoenix legit zu Edgeworth Daddy. What? Oh no. So eine Side-Story. Nee, das ist, wenn du eins der falschen Sachen präsentierst zu Edgeworth, dann sagt... Jetzt sagt Phoenix so, I got the Hymph-Treatment, und am Ende sagt er, sorry, Daddy. Sorry, Daddy, Alter. They knew that would happen. Griechisch kochen? Oh, ich liebe die griechische Küche. Gyros. Griechische Küche ist nicht nur Gyros. Minion! Tzatziki? Okay. Alter, nee. Ist die auch Souvlaki griechisch? Ja, yeah, an sich schon. Guck, ich kenne auch mehr als die beiden Sachen. Oh, halt mich fest. Ist aber auch Schluss. By the way, did you know? Ein Trick, wie ihr rauskriegen könnt. Alter, ich bin jetzt so... Ich zeige euch jetzt so die Tricks, die mir Mama Schoschmann beigebracht hat, ne? Dafür brauche ich gerade mal einen höheren Behälter. Hold on. Hier, ich nehme meinen Standmixer-Behälter, ne? Wenn ihr... Weil ihr müsst Eier nicht immer direkt wegschmeißen, wenn auf dem MHD steht, dass sie abgelaufen sind, tatsächlich. That is hot! Hot, 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 hot! Null. Weil wenn du Eier aufknackst, weißt du, kannst du eh riechen, ob sie schlecht sind oder nicht. I mean, yeah, aber man kann es auch vorher schon rauskriegen. I'm quite happy with this, though. Aber da fehlt noch, glaube ich, ein bisschen Pepper. Einer meiner Survivor heißt Keck. 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 Aber nur Keck. Keck null. Some of the bacon is not really true, I guess. Aber die Kartoffeln sehen gut aus. That looks quite good. Gonna use some pepper. And only a little bit of salt. Not much. Not much, what's up with you? By the way, ich trau mich immer noch nicht so diese Fun Flips zu machen, ne? Ich muss das mal üben, irgendwie so off-griddle. I don't know, nennt man das so? Sagt man das? Off-griddle? Aber ja, worauf ich hinaus wollte. Wenn ihr rausfinden wollt, ob ein Ei gut ist, also bei denen weiß ich jetzt, dass die noch gut sind. You take a large Wasserbehältnis. Ne? Some huge Wasserbehältnis. You take the eye and you drop it in. Wenn es nach unten sinkt, heißt es, das Ei ist noch gut. Wenn es nach oben steigt, heißt es, da haben sich schon Sachen drin gebildet, die euch umbringen wollen. Entweder das oder die Eier wollen dann zurück zu ihrem Heimatplaneten. Was eins von beiden. So oder so, ich würde mir Sorgen machen.
Now we made make a little divot. Kleines Loch in die Mitte. Das Ei habe ich komplett zerstört. Gehst du so nein? Ui, danke. By the way, jetzt kommt, Alter, für das, was jetzt kommt, dürft ihr mich alle unsubscriben. Null. Kluma? Was? What is it? I like my mirror egg runny. Also, broken. I like you, Kajit. Gonna put the lid on it. Hitze ein bisschen runter. Und jetzt lassen wir das Spiegelei einfach garen. Wenn es weiter dreht, ist es okay. Ah, das ist auch gut zu wissen. Ich sag mal so, ich bin mit der Methode immer sehr sicher gefahren, so. Ich werde wahrscheinlich weiterhin immer die Wassermethode benutzen. Wir haben auf der Arbeit tatsächlich eine Regel, wenn wir Spiegelei für Kunden machen und das Eigelb zerläuft in der Pfanne, müssen wir neu starten. Ich meine, das Gute ist daran, Eier sind wenigstens nicht das teuerste von der Welt. Nee, but still. Oh, Bolognese, how are you doing? Pretty bad, sad. Nothing bad ever happens to the Kennedys. Seht ihr, da brennt absolut nichts. Hallo! Ich bin vielleicht schon irgendwie 2 Minuten hier, aber okay. Seht ihr? Nothing. Da ist auch nichts am Boden, that is smooth. That is a smooth criminal right here. Hallo! Hallo! Oh Gott, I broke it. That's a smooth bolognese. Du 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 du. Ich sag nur Haunted Grounds Value. 2 Downs mit einem Haunted Grounds. That is still liquid. Value. Ich glaube, ich muss aber noch ein bisschen runter. Melone mit Salz, habe ich auch schon gehört. Ich habe auch irgendwie ein anderes Rezept, also nicht Rezept, aber auch sowas mit Wassermelone gesehen, wo ich, wo auch denn auf einmal hieß, oh, unbelievable, it tastes like your ass. Yeah. Kann es sein, dass du Wassermelone mit Feta-Käse meinst? Auch. Das ist auch so ein Ding. Ich meine aber noch was anderes. Oh, den Salat essen meine Eltern super gerne. Amy, ich hab's nie probiert, aber es liegt daran, weil ich nicht so der Wassermelonen-Typ bin. Ich mag eher Honigmelone. Ja, ja, same. Also, ich hab das probiert. Mein Geschmack ist es nicht. Das liegt aber auch daran, weil das halt eine sehr eigene Kombi ist. Das ist halt mit Ziegenkäse, Wassermelone. Und dann halt wird das Ganze noch so mit ein bisschen Öl, glaube ich, bearbeitet. Und dann das wird dann vermischt. Und dann... Viele mögen das, aber ich mag einfach nur diese Kombination aus Feta und Wassermelone nicht. Ich mag Melone, ich mag Feta-Käse, aber beides zusammen, das läuft für mich irgendwie nicht. Das ist nicht so... Noch eine Sache, wo für mich jetzt Leute echt hart judgen werden. Ich mag mein Spiegelei am liebsten ultra well done. Also just done. Hätte ich jetzt hier die Möglichkeit, ich würde es flippen. Flip! Honestly same. Ich mag es nicht. Ich meine, ja, da ist halt, gehen die Meinungen auseinander für jeden. Jeder mag so Ei anders. Wir haben auch Kunden, die sagen, bitte beidseitig. Von daher. Ich war mir überlegen, ob ich jetzt hier während des Kochens meinen Kimono anziehe, aber ich glaube, das wollt ihr nicht sehen. Fucking weep. Ich hätte da eher Angst, es dreckig zu machen. Das ist not a problem. Da fahren wir die Wäsche. Hold on, ich zeig euch mal. Ich habe 2 Kimonos. I can show you. The world.
Ich hab einmal den hier. Wow. Ist einmal der. Und den anderen. Hier ist er. Was ist das gerade für gequietsche, what the fuck? Und das ist der andere. Wow. Wow. Den zweiten mag ich viel lieber. Vom Aussehen her. Yep, that should be done. Yep, that is done. Und ich habe jetzt immer noch eine gute halbe Stunde tatsächlich, um das zu essen. Währenddessen lassen wir die Dings vor sich hin köcheln. Oh, gut, dass du das. Jesus. By the way, Jeez, Louise. Wisst ihr, was ich auch immer viele Leute mache? Was denn? Die. What the fuck? Ach, das war ein Faden vom Ei. Leute, die ihr Essen aus der Pfanne futtern. I think well, this is fucking weird. Mein Restwärme und so, weil es auch ein bisschen länger warm. I mean, ja, aber Alter, wisst ihr was? Bisschen weird, das hat schon ein Sizzling-Movie da war. Ich meine, du machst dir im Grunde damit deine Pfannen kaputt. Also. Das ist ein bisschen viel geworden. But not looking that bad. Chat, ich brauche euch mal. Ich muss das mal. Ich hab zu viel gemacht. It's too much. Was ist eigentlich der Stand von Tut? Tut? What is Tut? Weil ich würde nie mit meiner Pfanne mit meinem Besteck in der Pfanne rumstochern. That looks nice. Ah, mein Tattoo! Achso, ja, du warst ja jetzt eine Zeit lang nicht hier, nicht? Das Arm-Tattoo hier ist fertig. Kann ich ja mal so, falls man das gerade sieht. Das ist quasi fertig. Ich hänge fast in der Pfanne gerade. Ich grill mich gerade fast selber. Also das ist das letzte Tattoo, was ich quasi fertig machen konnte. Ich grill mich selbst. Und das hier war das erste, was ich quasi fertig gemacht habe. Ich grill mich mal weiter selber, ne? Ob ihr don't mind. Ich bin auch gerade wieder mega haarig, so I'm sorry about that. Auf jeden Fall habt ihr jetzt keinen Hunger mehr danach. Bruh. Hello! 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 Hello, hello! Hello, it's me! Schokolade schreiben. It's all around the world, just na 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 na. Probieren wir doch mal. And everybody singing na 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 na. And all the world common stream echo. Na 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 na. I see it. Oh, that's tasty. That is straight up tasty. This, I will make again. Chat, ihr kommt mit mir. Ich brauche euch zwar jetzt gerade so nicht, aber fuck.
Ja, aber... wisst ihr was? Ich lasse euch jetzt mal, während ich mich hier... Alter, ich bin ja auch dumm, ne? Warte mal. Hm. Ich könnte mich mit euch in meinen... Warte, wisst ihr was? Fuck it. Ich setz mich mit euch auf... Ich setz mich mit euch auf meine Couch. Lol. Oh no, nicht die Couch. Du kommst nicht wieder hoch. Tour. Aus Tour. Too late. I am on the couch now. On the couch with Chat. Hm. I eat my food on the couch. Ich hab zwar keinen Tisch, wo ich hier was drauf essen kann, but fuck it. Well. Ich bin immer noch seit 13 Uhr dabei, was zu downloaden. Das ist schlimm. Wow. Was denn genau? Ja, echt mal, Chat. Ihr guckt jetzt mal auf die Bolognese. Ihr passt auf, dass sie nicht ausbricht oder mich verprügelt. Weil eine gewisse Person mich überreden wollte, konnte Pipapo Red Dead Online. Wow. Das ist irgendwie wie mit dieser einen Person, die mich dazu überreden wollte, Survivor-Runden zu spielen. Hm. Ist wie diese eine Person, die mich dazu gezwungen hat, der Potato drin zu laden. Weird, isn't it? Hast du es jetzt? Was? Ich hatte einfach die ganze Zeit. Warum sagst du nichts, du Vollschmoggo? Ich hab's nicht runtergeladen, voll Dödel. Was ist denn hier am Happenen? Immer diese Gruppenfluence. Gruppenzwang, das war das. Bibi, wann hast du dir die Perks jetzt geholt? Ich hab mir die schon geholt, ja. Nice. Ich bin dir schon einen Schritt voraus. By the way, ich fand das voll krass, dass man sich heute eingeloggt hat. Man kriegt einfach 2000 Iridescence Shards. Und ich dachte mir so, what the fuck, Junge? Du kriegst es ja noch nachträglich, wenn du das noch nicht gemacht hast am Anfang. Weil ja. Ich sollte laut Flauschi jetzt nur 1000 kriegen. Mhm. Ey, du kannst mich gerne weiter downloaden, bitte, danke. Ich hab, ohne Witz, ich hab ich hatte ja einerseits diese 500.000 Blutpunkte bekommen, plus nochmal 100.000 durch die, hier Tutorials. Und ich hab jetzt so viel gehabt, ich konnte jetzt sowohl Nancy als auch, wie heißt der nochmal? Scheiße. Birthday Boy? Nein, Dwight, oh mein Gott, warum hab ich seinen Namen vergessen? What the fuck? Hab ich beide so auf, 15, 16 gebracht, damit... By the way, nicht wundern, ich bin gerade muted wegen Essen. Yeah, sure. Don't worry, wir unterhalten den Chat nebenbei dann wahrscheinlich irgendwie. Dead by Daylight! Okay. Hier sehen Sie eine wunderschöne Bolognese, die gerade schön am Köcheln ist. Blubbeldi. Oh Gott. Und sollten wir irgendwie einen Kobold sehen, der ein bisschen an dieser Bolognese drin riecht, dann ist es höchstwahrscheinlich Jim. Mein Boy! Nette Bolognese! Ey, ich muss als Daily Ritual 3 Health States heilen und 4 Hooks sabotieren. Und ich hab schon gererollt. Haha. Na, ich muss doch 5-mal Shred Attacks mit der Demogorgon machen. Ich glaube, ich muss. Es ist so sad, Alexa, play Despacito. Warum? Ich wollte das Survivor gerade die Krone schenken und in dem Moment, wo sie in das Pedestal geht, die spawnt. LOL. Oh man, das ist so sad. Das dachte ich mir heute auch gerade, als ich einfach mal Michael gespielt hatte und dann auf einmal einen Survivor die ganze Zeit so ein bisschen Blutpunkte spendiert hatte und dann am Ende die anderen Survivor wiederum solche Kants waren und sich einfach dachten, rauszuflüchten, während die sich dachte, komm, machen wir weiter und dann hat sie am Ende halt nicht mehr überlebt wegen Time. Weil sie war gerade am fucking Ding dran, am Gate. Hat sie wollte es gerade noch mal runterziehen und dann, Well. Ich finde das gerade lustig, weißt du, wir reden die ganze Zeit über Dead by Daylight und wir, weißt du, seht das mal aus der Sicht der Leute, die jetzt gerade den Stream gucken. Sie sehen jetzt quasi literally Bolognese kochen. Shadow ist nicht mal richtig anwesend und redet. Und dann sind da irgendwelche random Leute, die über Dead by Daylight reden. Vielleicht die Hälfte der Leute weiß nicht mal, was damit gemeint ist. Und dann nebenbei einfach nur so blubbeli.
Naja, zur Verteidigung. Shadow hat ja eventuell ja noch vor, DBD zu spielen. Das mache ich auch gleich noch. Sobald das fertig ist. Dann wow-wowst du ever. Hä? Dann wow-wowst du wieder. Aber sowas von. Ich spiel Nemesis. Ohne Witz, Potato Hash, ich kann es nur empfehlen. Super tasty und geht super leicht. Delish. Ah ja. Das gibt 5 von 5 Nugs. Aber ich hab irgendwie Bock auf Eiscreme. By the way, Bibi. Du sagtest doch, deine Mutter ist auch so ein Riesenfan von Ankerkraut, ne? Yes. What if I told you, die haben eine Online-Seite. Oh, was? Die haben einen Online-Store, yes. Oh, shit. Und da haben die noch mehr, als ich hier bei mir im Laden hab. Weil Mama appreciated gute Gewürze. Oh. So, aber... Ohne Witz, ich hab auch mal den Vergleich gezogen, ne? Es gibt ja sonst noch so Hardcorn und Ostmann gab's noch. Ostmann bei uns gibt's schon gar nicht mehr. Es gibt nur noch Hardcorn und Hardcorn ist pretty shit. Einfach weil die Sorten, die sie haben, sind teilweise fucking boring. Also klar, die Basics da, die kannst du dir davon holen. Sowas wie Koriander und halt Oregano und all den Spaß, ne? Aber wenn du richtig so auch solche Gewürzmischungen haben willst, ne? Da kann ich euch nur im Chat empfehlen, ne? Gebt lieber den einen extra Euro aus und holt euch Ankerkraut aus dem Store. Es hat einen Online-Store, wie gesagt. Oder bei euch im Laden, je nachdem. Also ich benutze die jetzt auf jeden Fall viel lieber. Muss ich mich mal umgucken. Same. Weil ich meine, ihr habt ja gesehen, ne? Ich habe einen guten Teelöffel, habe ich über meine Bratkartoffeln gemacht, ne? Von der Bratkartoffelmischung. Und das war sogar schon fast zu viel. Ankerarme durch Ankerkraut. Schön wär's. Das musst du mit deren Service besprechen, da bin ich nicht bei. Das ist nicht sponsored, by the way. Ich meine, sie haben ja einmal auf Twitter geantwortet. That's something. Ja. Wow. War auch so ein sudden shock. So, nach dem Motto, normalerweise, wenn ich hier irgendwelchen Herstellern oder so irgendwas tweete, normalerweise spucken die immer nur gerade immer so grob in meine Richtung. Aber das war schön. Alter, seitdem ich Killer spiele, indem ich Leute einfach leben lasse, kriege ich tatsächlich GG. Es ist ja fast so, als ob Survivor sich da denken, oh, ich bin so gut. Lol. Und dich nicht flamen müssen. Ich will eh nicht wieder in die Rank 1 Hölle, also. Ich will gar kein Merciless. Don't double pip me, please. Ich will nicht mal da oben ankommen. Ja, verständlich. Will ich auch nicht. Ich bin trotzdem hier. Ich glaube, die Grenze ist halt mindestens so ab Rank 13, 12 rum. Na, du hast doch Spaß bis Rang 5. Ich glaube, als Survivor ist es wenigstens was anderes. Als First Off gegen Red gecued. Ich hatte selbst mit 13 Red gehabt. Ich kann mir aber vorstellen, so als Survivor im Red Rank zu sein, beziehungsweise halt so ein bisschen höher, ist in Anführungsstrichen vielleicht nicht so schlimm, weil man dann auch besser lernt, so dagegen zu spielen. Ist es auch nicht, weil wenn du im Red Rank als Survivor bist, weißt du meistens, was du tust. Eben. Ich meine, du weißt es ja auch als Killer, ja, aber du hast trotzdem so mal Kantrunden. Wenn Survivor wissen, was sie tun, sind sie definitiv besser auf, als wenn ein Killer weiß, was er tut. Weißt du, so dieses Survivor-Ressourcen, dass sie Ressourcen richtig nutzen können, das macht sie OP. In dem Moment, wie gesagt, wenn ich den Skill vergleiche, stell dir einfach zwei Pfeile vor, die ab einem bestimmten Punkt aneinander vorbeigehen, also die so gegeneinander laufen würden.
Und genau da in der Mitte, wo Survivor und Killer sich überschneiden, da macht es am meisten Spaß. Am Anfang sind Killer sau OP und Survivor super weak und im Red Rank switched ist. Sind Survivor sau OP und die Killer weak? Ja, weil Survivor mit den Ressourcen einfach ein höheres Skill Cap haben als Linksklick drücken. Ich bin so satt. Ich hatte heute aber auch so eine fucking, was war das, Claudette oder irgendein Mac? Ja, ne, Mac war das. Da war ich einfach bei fucking Nemesis, wo ich einfach nicht wirklich viel machen wollte, aber die war irgendwie mit ihren Taschenlampe so richtig wie ein fucking Machine Gun einfach mal. So mega clicky einfach. Mega also, clicky. Ja, das war einfach an dem Punkt nicht mehr der Taschenlampe, das war gefühlt eine fucking fucking Machine Gun, was sie da die ganze Zeit. Genau. Flashlight go brrr. So richtig. Das war irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, okay, Machine Gun Flashlight. By the way, ich fühle mich gerade echt irgendwo echt schlecht. Ich sitze ja auf der Couch und basically stream. I feel kinda sorry. Wenigstens sitzt du nicht in den Hot Tub? Sweet God. Bis jetzt eben gerade habe ich Potato Hash gemacht. Das habe ich sogar schon verputzt. Weil ich hatte echt Hunger. And it was fucking delicious. Und jetzt gerade, was ihr da noch kochen seht, ist die Bolognese. Die können wir, glaube ich, auch, wenn ich jetzt... Ich mache jetzt gleich noch Geschirr schnell fertig. Und if that's done... Dann spielen wir noch ein bisschen DBD, weil der Abend ist noch jung. Okay. Wow. You know what? Ich stehe. Nix hält mich am Boden. Ich bin gleich wieder da. Jo. I have returned. I am back. Oh wow, du bist von deiner Couch aufgestanden. Ja, ich weiß. Schrecklich, nicht wahr? Ich dachte, du bleibst jetzt da kleben, weil die Couch zu bequem ist. Ja, weißt du, ich habe in letzter Zeit immer die Zeit, mich auf meine Couch zu legen. I can't even. Oh ja, was ich jetzt benutzt hatte, war das hier. Das ist super. So, hey Bolognese, how you doing? I'm fine, thanks for asking. No, well, thank you for asking. Aber ich glaube, nee, ihr könnt das glaube ich gar nicht sehen gerade. Aber auf jeden Fall, da ist, da brennt nichts an. Es kommt auch ganz drauf an, was ihr in eurer Pfanne zubereitet. Solche Soßen wie Bolognese werden in der Regel nicht in sowas anbraten oder anbrennen. Ich habe euch mal Licht angemacht, I hope that's okay. Die Couch ist böse, Alter. Die Couch ist das Beste, was ich mir in den letzten paar Jahren hier gekauft habe. Oh, small little potato. Potato. Butat. Butat. Pizza, Pasta, put it in the box. So. Um Lini zu enttilten. Ich pack euch mal weg, ja? Wenn das so weitergeht mit meinem Leben und Dead by Daylight, mache ich irgendwann auch so 8 Stunden Videos wie Odds, einfach nur über jeden Perk reden am Stück. Was ist eigentlich mit deinen saftigen Streams? Kappen. Gone in the wind, like everything in my life. Well. No. Ich bin nicht. Mein Gotongi! Yo, what? Mein Gotongi. Von dem DSA-Turm dieses eine fliegende Auge. By the way, ich möchte noch mal kurz drauf anmerken, ne? In der Pfanne habe ich vorhin Bacon, ein Spiegelei und Kartoffeln gebraten, ne? Ich habe die noch nicht sauber gemacht. Also, ihr habt mir da echt saugeile Pfannen geschenkt. Muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Da muss ich einmal nur wirklich so kurz ins Wasser, bisschen Wasser drinne, mit der weichen Seite einmal. You know, that's why it's called non-stick. That's what's called non-stick! Ja, und schon sauber. Wenn ihr vernünftige Pfannen habt, dann braucht ihr euch um sowas echt keine Sorgen machen. Meine Lobby besteht aus Feng Min. Well. Ist der Blend-Combo? Nee, sie haben alle andere Outfits an. Okay. Ah, oh, eines rausgegangen. Jetzt habe ich dafür eine Jane Romero mit einem Schlüssel. Goodbye. Say goodbye. Haben sie Cowboy-Hüte? Wenn ja, lauf. Ich bin der Rafe, ich kann sehr schnell laufen. Bing bong. By the way, für die Teller, ne? Das hier sind standardmäßige IKEA-Teller. Like the basic shit. Ja, hast du was gegen IKEA-Teller? Ne, aber ich hab was gegen IKEA. Wegen IKEA das ist. Warum hast du was gegen IKEA? Wegen der Couch-Geschichte. Wegen der Couch-Geschichte. PTSD. Weil ich, eigentlich wollte ich damals meine jetzige Couch von IKEA bestellen. Problem ist, die Internetseite oder generell der gesamte Service von IKEA wird von einem fucking Praktikanten gebaut. Wow. Weil du musst dir vorstellen, jede normale Internetseite, wenn etwas nicht lieferbar ist, wird es dir schon direkt in der Shop-Seite gesagt. Ne? Wenn was nicht lieferbar ist, wenn irgendwas Lieferschwierigkeiten hat, whatsoever. IKEA nicht. Bei IKEA gehst du wirklich durch die ganze Bauphase. Du baust es, musst es quasi schon mental aufbauen in deinem Wohnzimmer. Und wenn du das alles fertig hast, sagt IKEA dir, ach ja, das ist gar nicht lieferbar, go fuck yourself. Und selbst, und das ist das Schlimmste, wenn du denn tatsächlich zu IKEA hingehst, also in den Laden, ne? Even worse. Weil da, auf den Terminals, ist genau dasselbe System, wie du zu Hause auf dem PC hast. So why go to IKEA anyway? Ach ja, Teelichter. Und Bleistifte. Bleistifte? Ja. Oh nein. Don't all call me Falco. Oh mein Gott. Das haben wir auch gemacht. Alter, just look at this. Chat, du kannst grad nicht, aber... Jesus. Wieso hast du von deinem alten Job eine Pfanne geklaut, oder was? Nee, das sind nur Schoschmann-Dinge, ganz vergessen. Was ist das für ein Twitter-Video, Alter? Das ist einfach Star Wars Battlefront in real life! Doch, ja. Guck mal, Meme. Guck mal, das Video muss auf Twitter gehen. Das ist einfach nur Star Wars Battlefront, IRL. Da hab ich Bock auf Battlefront. Goddammit. Jesus. Looking for the schmont. Nein! I thought this was gone. Der Schmand? Der Schmand is never gone. Kuchen 4! Was ist denn das für ein neuer Perk? Kuchen 4? Schmand 4. Ich bin in der Meinung, für neue Spieler ist das Spiel viel zu grindy, man sollte Perk-Ränge entfernen. Perk-Ränge gab es halt damals, weil es zu wenig Perks gab. Aber at this point gibt es so viele Perks, removed Perk-Ränge. Ich hätte jetzt fast mit meiner Geschirrspülbürste meine Bolognese umgerührt. Alter, Feierabend Brain kicked hard. Nice. So yeah, at this point... Das Ganze ist eigentlich schön durchgekocht. Ich mach mal hier Oberlicht an.
Weil um die Zeit abends werde ich nur noch in meinem Schlafzimmer geröstet. The only thing we have left ist das Ganze ein bisschen dicker machen, weil, ne? It's liquid. Liquid! Und wie eben schon gesagt, jeder, da kann jeder nehmen, was er möchte. Man kann Speisestärke nehmen, Kartoffelstärke, ganz normales Mehl funktioniert. IVM-Stärke. Fuck. Der hat tatsächlich einen kleinen Moment gebraucht gerade. So. Aber was ich euch empfehlen würde, nehmt euch eure gängige Yakuza-Tasse. Füllt die gut, ein gutes Stück mit warmem Wasser. Und wie gesagt, ich nehme gern Speisestärke. So, yeah. I like to take cocaine. Ah, cocaine. Und dann nehmt ihr schön mächtigen Löffel. Maybe anderthalb. Who knows? Und macht da. Macht das so, rührt das um, dass ihr keine Klumpen habt. So, dass es aussieht wie Milch. Aber keine Milch ist. Ja, es soll aussehen wie Milch. So. See, shit looks like milk. Or other white substances. Wie Sahne. So in etwa. Ich würde mal erst ein bisschen reinmachen und dann verrühren, kurz köcheln lassen. Weil ihr nie weißt, wie... Weißt? Weil ihr nie weißt, genau. Wie dick das Ganze denn am Ende wird. Aber... They gave me a Deckel. They gave me a Deckel. Because I was looking for Schmand. Looking Where's my Schmand sauce? Looking for Schmand, I can find it here. Dorime. Interio arabare dorime. Das ist ein Einsatzpartei. Jedes Mal, wenn ich das höre, muss ich instant an Amogus denken. Ja, ich auch. Amogus. Amen. Amen. Cool. There goes my stream. Sind ja nur einzelne Stimmen. DMCA doesn't care about this. Wow. Ich glaube, ich muss mal so ein bisschen Stärke reinmachen, ohne den Slush. Und dann eigentlich mächtig rühren. Weil das habe ich immer noch nicht so ganz raus. Manchmal, wenn ich das mit Wasser mache, also vorher mit Wasser verminge, manchmal funktioniert es und manchmal it really doesn't. Da bin ich noch nicht so ganz hintergestiegen, wie da die Menge ist. Aber ihr seht, schon ist es halt nicht mehr so flüssig. Moin. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als eine zu flüssige Soße. Es wird sowieso immer noch mal ein bisschen besser, wenn man es halt
generell stehen lässt, wird es immer noch mal ein bisschen fester wieder. Ist mir immer noch zu wet. Aber wie gesagt, das ist halt eine Persönlichkeitssache. Ich persönlich mag es immer ein bisschen, wenn die Soße ein bisschen dicker ist. Frick! Mami, thick. Extra thick. Aber so sieht das schon ganz gut aus. The clapping of a budget keeps alerting the guards. Und ihr könnt jetzt nochmal abschmecken, also falls euch nochmal irgendwas fehlt, könnt ihr jetzt immer nochmal abschmecken. Sagen, ob's irgendwas fehlt. What the fuck? By the way, ich koche für mich selber, also braucht ihr euch nicht wundern, dass ich denselben Löffel benutze, you know? Magst du keine Soße, die man als Suppe benutzen kann, weirdo? Nee, das ist... Checker. Das ist Bolognese. Klingt immer noch so flüssig, Jesus. Aber ich sag mal so, sobald es von der Hitze kommt, ist es sowieso nochmal wieder eine andere Sache. Nee, aber von wegen, wenn ich für mich selber koche, kann ich denselben Löffel benutzen. Who gives a fuck? Wenn ich für andere koche, ist das was anderes. Bisschen geräucherte Paprika noch. Geräucherte Paprika, davon kannst du eh nie zu viel haben. So, und das macht man dann jetzt einfach ganz normal zu Nudeln. And then, kaboom! You have sauce. Ist jetzt nicht das unbedingt das beste Bolognese-Rezept und ich arbeite da auch noch dran, aber ich bin damit eigentlich immer so weit zufrieden. Ich gebe dem Ganzen nochmal ein bisschen Power. Oh, ist auch warm hier, ey. So.
This is how we do it. Warum muss Erdbeerlikör so süß sein? Vom Aussehen her. Ich meine, es sind Erdbeeren. Es geht irgendwie Hand in Hand, I guess. So, wieder da. Bebe. Thank you. Sorry, musste gerade nochmal die Katzen füttern. Boom, muss die Katzen füttern. Boom, muss die Katzen füttern. Was? Boom, boom, muss die Katzen füttern. Cat is looking for the sch... The cat is looking for my schmand. Cat, why are you looking for my schmand? Meow. Schmand. Meow. Schmand, meow. Weißt du, die Katze, die mounts nicht mehr, die sagt einfach nur Schmand. I was looking for your Schmand. I am your Schmand. Hey Boss, hast du meinen Schmand gesehen? Schrödinger Schmand, Alter. Ist er da auch sein Lichter? Einige nannten ihn auch Schmantiger. Oh. Schmanti, Hanti, Hutti, Hutti. Hutti, Futti. Futti, Futti, de Welle, Retuma, Ping. What? Was? Ich hab... Was? What? Hm? Weird money demon noises. Yes. Was? Ja. Futti, Futti. Tralalalala. Bald ist Weihnachten. Put it in a box. Vivi? Hä? Guck dir mal bitte das Video Meme an. Meinst du dieses von Hilarious and Original? Yes. Warte. This is how it should be. Let's see. This is how it schmand be. This is how schmand. Nothing. Was ist da los? Wo ist mein... Beschießen sie sich gegenseitig mit Feuerwerk? Mhm. Oh mein Gott, ich will mitmachen! Das ist so cool! Angriff der Klonkrieger, Alter, bist du jetzt los? Ja, it should be done. Das yep. ist so fucking Perfection. Gut! That's it. Das muss ich erstmal liken. Alter, was ist das denn? And then you done it. Hat jetzt nicht mal 2 Stunden gedauert. Alter, was ist denn kaputt? So Leute, this is how you make Bolognese. This is how you make potato hash. Und somit habt ihr dann halt Essen für die nächsten 3 Tage. Den Tag, wo ihr es gemacht habt, eingeschlossen. But where's the Spaghetti? Die mache ich morgen frisch. Hm. Also halt, ne? Ich mache nicht Spaghetti frisch. Nicht nach der Arbeit. Außerdem habe ich hier gar keine Nudelmaschine oder something like that. Da bin ich ganz ehrlich, da traue ich mich noch nicht ran. Nudeln selber machen ist irgendwie nochmal ein anderer Level. Cappellini! Kuchen. Nicht wundern, ich mache hier ein bisschen mehr Wasser gerade rein, weil ich habe drüben bei mir noch ein bisschen Geschirr. Das schmeiße ich gleich hier nochmal mit rein. Ist in den Ofen. Link nicht so viel davon. Disney DMCA gerne. Okay, sorry. Ich kann meinen Stream schon verschwinden hören. Ah! Naja, selbst wenn du jetzt zum Beispiel heute Nudeln gekauft hast, kannst du die theoretisch, wenn die noch gut
Nicht bei der Wette, weil da die trocknen aus und werden hart. Ja klar, aber theoretisch hättest du die dann am nächsten Tag noch braten können und hättest Bratnudeln draus machen können. Yes. Ew. Aber ganz ehrlich, ich mach die Soße, die hält sich eine Woche mindestens. Wenn du sie richtig einpackst, sag mal. Also ich hab hier so, weil meine Mutter hat glücklicherweise liebt Verpackung von Lock and Lock. Und das Lock and Lock ist basically neumodische Tupperware. Aber, ja, in gut. Davon haben wir auch ganz viele zu Hause. Mama liebt die Dinger auch. Verständlich aber, weil die Dinger sind echt gut. Ja. Macht knack knack und dann ist voll. Und da hat sie mir halt jetzt, weil die so ein Jubiläumsangebot hatten, habe ich so eine ganze Kiste jetzt damit. Ich hatte sonst irgendwie nur bei meinem Einzug hier 3 Dosen oder so bekommen. Ja. Baileys Erdbeer. Ich sehe das gerade nebenbei. Don't! Don't! I mean, yeah, Baileys Alter. Erdbeer ist disgusting. I mean, das habe ich mir schon fast gedacht. Das Sketch hat mir es halt nur gezeigt, von daher. Ich boykottiere Baileys. Don't buy that. I mean, Baileys an sich ist okay. Ja, aber dieses, ohne Witz, dieses Erdbeer-Cream Baileys ist so widerwärtig. Weißt du, an sich so vom Schärfegrad her ist es in Ordnung. Die Cream ist auch nice. Aber das, was das Ganze so megamäßig kacke macht, ist einfach dieser künstliche Erdbeergeschmack, der einfach alles ruiniert. Und dieser ekelhafte Nachgeschmack da noch oben drauf. Ja! Es ist widerwärtig. Das, was aber ganz geil ist, ist der Schoko Baileys. Der ist besser jetzt. So. Erinnert mich daran, dass ich eigentlich auch nochmal Kokosmuffins machen wollte mit dem Kokosnussbeeren zu. By the way, das könnt ihr zum Glück jetzt nicht mehr sehen, aber ich vibe gerade in meiner Küche zu diesem Song, ey. Akiyama Vibing. Ich hab den nur aus Deko-Gründen. Ah ja, stimmt ja. Ich meine, die Flasche sieht nice aus.